Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der fünften Episode und heute geht es ins Derby gegen den Hamburger SV, das Freundschaftsderby für viele. Für mich persönlich ist es eher ein Nordderby, denn ich finde, dass diese ganze Freundschaft von Hannover und Hamburg mittlerweile nicht mehr viel anderes ist als einfach nur Fassade und dass wirklich auch keinen der Fans wirklich mehr juckt, außer die wirklich alteingesessenen, vielleicht die Ultras, aber ansonsten, die Hamburger Fans machen sich meistens oder haben sich in den letzten Jahren andauernd bei Fangesängen über 96 lustig gemacht. Ich kann mich an Wechselgesang erinnern, wo 96 einfach mit HSV angefangen hat und die Anfang von Hamburger Block war Hamburg. Klar, es ist ein Spaß und es ist auch dramatisch, aber für mich persönlich, keine Ahnung, was hat Hannover noch groß mit Hamburg zu tun? So, da ist doch keine Freundschaft mehr wirklich. Das finde ich zumindest und für mich persönlich sowieso nicht aufgrund der Geschehnisse in den letzten Jahren um den HSV. Egal, wir spielen trotzdem gegen die. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir haben eine sehr, sehr gute Anfangsphase der Saison gehabt. Wir haben 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen geholt, stehen damit auf Tabellenplatz Nummer 2, haben dementsprechend ein besseres Torverhältnis als Dortmund. Hamburg ist medium gestartet, 2 Unentschieden, 1 Niederlage mit dem Torverhältnis von 4:5. Damit allerdings immerhin schon mal mehr Tore geschossen als alle anderen, abgesehen von den Top 6. Das ist definitiv eine respektable Leistung. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich weiter pushen und wir wollen im Idealfall auf Leverkusen aufschließen oder die überholen. Überraschend übrigens, Bayern ist momentan 15. mit 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Also das ist wirklich immer wieder lustig im Karrieremodus zu sehen, wie unrealistisch das sein kann. Wir gehen, würde ich sagen, einfach rein ins Spiel. Es gibt nicht mehr viel zu sagen und schauen mal, ob wir die Hamburger zu Hause wegputzen können. In Realität hat es ganz gut geklappt im Spiel mit 2:0. Mal sehen, vielleicht sind ja auch hier Bebu und Harnik am Start. Hamburg gegen Hannover, das Duell der beiden HSVs, ausverkauftes Niedersachsenstadion und die Stimmung hier in Hannover. Sie ist natürlich überragend nach den ersten wunderbar gelaufenen Partien in der Saison, momentan Tabellenplatz 2. Und natürlich wollen die 96-Fans heute ihre Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz sehen, zumindest für eine Nacht, zumindest bis zum Spiel der Leverkusen an diesem Wochenende. Herzlich willkommen aus Hannover und hier sehen wir gerade mal die Tabelle. Momentan sieht das echt gut aus für die 96er. Sie bräuchten einen Sieg, um an Leverkusen vorbeizuziehen, aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich eine schöne Momentaufnahme für die Roten, einfach mal oben in der Tabelle zu stehen. NGT hält an seinem Konzept fest, dass er in den letzten Partien gefahren hat, und zwar never change a winning team. Da haben wir uns ein bisschen versprochen, aber das macht nichts, denn im Endeffekt ist es die gleiche Startaufstellung bei Hannover 96, dasselbe in grün. Wir haben wieder mal Jonathas und Bebu in der Sturmspitze, dahinter Ani Mukta, der bisher sehr gut angekommen ist seit seinem Wechsel von Brøndby, und auf der anderen Seite natürlich beim HSV auch die gewohnten Stammkräfte, kann man fast schon sagen, denn bisher läuft das ja nicht so miserabel für die Hamburger, immerhin bisher mit 2 Punkten aus den ersten 3 Spielen, 1 Niederlage, natürlich noch kein Sieg, aber vielleicht klappt es ja heute gegen Hannover 96. Hier sehen wir die taktische Ausrichtung, das ist ein bisschen verzerrt definitiv, weil Bebu nicht auf der Außenbahn spielt, sondern in der Sturmspitze mit Jonathas und Mukta, die ja quasi hängende Spitze dahinter, beziehungsweise den Spielmacher bildet. Auf der anderen Seite der HSV, wir haben gerade schon gesehen, Diekmeyer, während wir jetzt hier gerade im Bild, die Hannover 96 Fans haben, die ihre Mannschaft feiern, im Tor Martenia davor in der Viererkette. Papadopoulos, Mavrai, Diekmeyer und Santos kehrt wieder zurück nach seiner kleineren Verletzung aus den ersten beiden Spielen. Wallace hier auf der 6 und dann die Viererkette mit Hahn, Holtby, Sakai und Kostic, und vorne drin die alleinige Spitze ist Bobby Wood, der auch wieder zurückkehrt in die Startelf, nachdem er letzte Woche da noch von Fiete Arp ersetzt worden war. Natürlich große Motivation auf beiden Seiten. Schiedsrichter der Partie ist Heimo Wasserschneider und ich denke, dass wir hier eine tolle Partie erleben werden in Hannover, denn die Stimmung ist richtig gut bei beiden Mannschaften auf beiden Seiten und einer hat richtig Bock, seine Serie fortzusetzen. Jonathas bisher mit 3 Toren in den letzten 3 Spielen, das heißt eine richtig gute Startphase in die Saison erwischt, und der Brasilianer möchte das natürlich genauso weitermachen. Wir sind am Anstoß und es geht los in Hannover. Wie gesagt, beste Fußballvoraussetzungen an diesem Freitagabend. Die Fans auf beiden Seiten sind guter Stimmung. Natürlich auch ein schönes Duell dieser beiden Mannschaften, die ja so eine kleine Fanfreundschaft immer noch hegen über die Jahre hinweg. Es wurden auch wieder die Namen vorgelesen hier von Lotto King Karl, der Hamburger, also nicht nur die 96er-Aufstellung wurde gekrönt von den Fans, sondern auch die der Hamburger, ein kleines Ritual, was sich über die Jahre hinweg gehalten hat zwischen diesen beiden Vereinen. Die Anfangsphase jetzt hier in dieser Partie wird vielleicht besonders spannend, weil es zeigen wird, welches Team heute hier das Heft in die Hand nimmt. 96er bisher eher mit Konterfußball auffällig gewesen, zumindest von der taktischen Ausrichtung her. Im Endeffekt war das gerade gegen den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg ein bisschen überlegener und ein bisschen spielbestimmender. Aber vielleicht ja heute gegen die Hamburger das Konterkonzept, allerdings ist das natürlich auch auf Seiten der Hamburger beliebt, je nachdem, wie diese Partie halt läuft. Erste dicke Chance jetzt hier für den HSV und das wäre fast die Führung gewesen, aber Philipp Chauner hat aufgepasst. Ganz, ganz dicke Gelegenheit da für Bobby Wood, der frei vor Chauner steht aus 5 Metern, nachdem der Ball abgeblockt wurde. Ungünstig von einem 96er. Das muss normalerweise das 1:0 sein. Glück in dieser Situation für die Niedersachsen, aber der erste Eckball von Philipp Kostic kommt gut in die
Mitte und wieder ist Chauner da. Klasse Parade. Und was ist denn mit der 96-Hintermannschaft los? In den ersten Partien so unglaublich solide und jetzt bereits die zweite dicke Chance durch André Hahn hier in der Anfangsphase, aber klasse aus dem Winkel geholt von Philipp Chauner. Nichtsdestotrotz erneuter Eckball und wieder steht da Philipp Kostic bereit. Die Reihen sortieren sich da in der Mitte, beziehungsweise die Spieler sortieren sich da. Wieder gut hereingeben, scharf hereingeben, ein bisschen weiter weg vom Tor und diesmal nicht gefährlich. Papadopoulos war es, er setzt den Ball ein bisschen daneben. Das kann er definitiv besser. Der Grieche in der Verteidigung der Hamburger, das haben wir bereits einige Male gesehen in dieser und auch in der letzten Saison. Noch nicht erfolgreich gewesen dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz natürlich mit einer Menge Potenzial. Jetzt ein ganz haarsträubender Fehlpass davon. Eles im Spielaufbau, der Kroate, von dem kennen wir das so auch gar nicht. André Hahn, 1-0 Hamburg. Führung für den HSV, 10. Spielminute und das ist definitiv verdient. André Hahn macht die Führung nach dem haarsträubenden Fehlpass von Josip Eles, der Kroate, der bisher so gut und so solide gespielt hat in dieser Saison. Und dann kommt der Fehlpass und Kostic mit dem Doppelpass mit Bobby Wood, dann ist er nicht schnell genug und die Hereingabe ist perfekt. Ostrzolek, der ehemalige Hamburger, kommt nicht hinter Hahn hinterher und Chauner ist beim dritten Versuch dann machtlos. Klasse Abschluss von Hahn, da passt nichts mehr zwischen Ball und Pfosten, aber es ist die Führung für den HSV und die geht, wie gesagt, hier in dieser Anfangsphase der Partie mehr als in Ordnung, denn der HSV ist spielbestimmt. Von Hannover in Offensive noch nichts gesehen, aber jetzt mal der erste Anlauf zumindest über Julian Korb, der spielt bisher eine überragende Saison. Jonathas ist da, aber Martini hat keine Rolle, diesen Ball aufzunehmen, da hat er nicht genug Wucht hinterbekommen, der bullige Brasilianer. Aber das war zumindest mal eine erste Aktion für Hannover 96 in der Offensive. Die sind natürlich jetzt gefordert und haben genau wieder das Problem, was sie die letzten Wochen auch hatten. Da haben sie es gemeistert, haben sie es freiwillig gemacht. Aber jetzt müssen sie natürlich das Spiel selber aufbauen, das Spiel bestimmen. Und der HSV kann sich hinten reinstellen und theoretisch auf die Kontersituation spekulieren. Wallace jetzt auf Bobby Wood im Mittelfeld gegen Sané, setzt sich da durch. Das passiert normalerweise nicht im 96er. 2-0 für den HSV. Was ist denn hier los? Bobby Wood, der zieht einfach mal ab aus gut 18 Metern und dann ist das Ding drin. Da springt noch Wallacy über den Ball und Chauner kann gar nichts machen. Der schlägt direkt da in den Winkel. 2-0 für den HSV. Das geht gar nicht gut los für Hannover 96. Ganz, ganz katastrophaler Start für die Mannschaft von André Breitenreiter. Und da weiß Sané, das war mein Bock. Den muss ich normalerweise haben da gegen den US-Amerikaner. Und der macht sein zweites Saisontor. Was für eine Anfangsphase hier in Hannover. Das hat vielleicht so keiner kommen sehen, dass die Hamburger hier so ein gutes Spiel machen würden und so gut reinstarten würden. Bereits mit 4 richtig dicken Gelegenheiten und 2 Toren und das nach gerade mal 16 Minuten. Hannover muss sich jetzt definitiv was einfallen lassen, wenn sie hier nicht vollkommen überrannt werden wollen. Allerdings haben wir ja schon gesehen, da ist zumindest Potenzial. Jetzt wieder auf der Außenbahn Korb, aber das ist viel zu einfach. Santos ohne Probleme gegen den Rechtsverteidiger, gegen den ehemaligen Gladbacher. Der hat Champions League Erfahrung und lässt sich da einfach vom jungen Brasilianer komplett aus dem Spiel nehmen. Jetzt der Ball in die Mitte, Mukhtar, der geht ja auch nicht dem Ball entgegen. Da ist keine Spannung im Spiel. 96 wirkt total verunsichert jetzt hier in dieser Anfangsphase. Holtby mit viel zu viel Platz im Mittelfeld. Der Ball auf Hahn kommt aber nicht an, weil Ostrzolek aufpasst. Nichtsdestotrotz, 96 muss sich jetzt ein bisschen fangen, muss ein bisschen Sicherheit gewinnen, muss irgendwie Ruhe reinbringen ins Spiel, auch wenn das ganz, ganz schwach hier ist, wieder von Fossum raus auf Korb, der den Ball irgendwie noch bekommt, aber wieder verliert gegen Philipp Kostic, wieder Holtby und jetzt mal Anton, vielleicht jetzt mal der Angriff ein bisschen ruhiger aufgezogen über Ivar Fossum, gerade wieder ein ganz, ganz schlimmer Fehlpass vom Norweger, das haben wir selten gesehen in dieser Saison, der macht bisher richtig gute Spiele, aber der Ball ist direkt wieder bei den Hamburgern in den Reihen der blau gekleideten Hanseaten. Und das ist wirklich bisher ein ganz, ganz starker Auftritt dieser. Das hätte man vielleicht so nicht erwartet. 96 in absoluter Topform bisher. In dieser Saison mit einem ganz, ganz starken Saisonauftakt. Aber heute bisher komplett überfordert, in allen Belangen unterlegen. Und bisher glücklich, dass man nur 2-0 zurückliegt. Nach diesen bereits dicken Chancen in der Anfangsphase, die dann erst durch André Hahn genutzt wurden, nach dem Fehler von Josip Eles. Jetzt mal die Balleroberung von Pirmin Schwegler im Mittelfeld. Und der Ball auf Ilas Bebu, der ist schneller als Santos. Bebu ist im 16er und das ist ein ganz, ganz miserabler Abschluss von Togolesen. Das kann der deutlich besser. Ganz, ganz schwach, flach am Tor von Martenia vorbei. Der muss da gar nicht eingreifen. Der sieht, dass der Ball locker 3-4 Meter am Tor vorbeirollt. Und so wird das natürlich nichts mit der Aufholjagd für Hannover. Fossum jetzt mit dem gewonnenen Kopfballduell im Mittelfeld. Jonathas verliert den Ball viel zu einfach gegen Mavrei. Der hat da gar keine Probleme, sich da durchzusetzen gegen den 1,89 großen Jonathas. Der ist eine Kante, der hat normalerweise einen Körper, den muss er einsetzen. Aber das macht er hier bisher in dieser Partie überhaupt nicht. Jetzt wieder der einfache Ballverlust
Das ist ganz miserabel. Von Hannover 96, der HSV spielt das überragend. Jetzt die nächste Gelegenheit, beziehungsweise der Ball in den Strafraum. Kostic kommt nicht ran. Schauner, riskanter Pass. Geht nochmal gut. So 96 jetzt wieder im Angriff. Kommt jetzt ein bisschen besser zurecht hier in den letzten Minuten. Aber Schwegler mit einem viel zu einfachen Ballverlust. In den letzten Wochen hat das geklappt, das ist richtig. Aber jetzt müssen sie über den Kampf in die Partie zurückkommen. Da geht nicht einfach mal ein Solo, das geht nicht einfach mal gut. Klasse, Pass auf Philipp Kostic auf der Außenbahnreingabe. Aber Sané ist da und wehrt das Gerät erstmal ab. Wieder 96, Muktar, der geht nach vorne. Der ist gar nicht richtig im Sprinter auf dem Weg in die gegnerische Hälfte. Jetzt mal Ostschleck hat auf der linken Seite Platz. Ball kommt aber zu Bebu, der raus, aber ja, Korb kommt nicht vorbei an Philipp Kostic. Der macht bisher eine ganz, ganz starke Partie da im Zusammenspiel mit Santos. Die beiden schnellen Außenbahnspieler beim HSV auf der linken Seite, die machen einen richtig guten Eindruck und lassen sich von Korb überhaupt nichts vormachen, der in den ersten Spielen so torgefährlich war und ja auch bereits Tore vorbereitet hat, unter anderem von Jonatas gegen den FC Schalke 04 und gegen den VfL Wolfsburg. Nächste Gelegenheit jetzt wieder für den HSV aus Hannover nochmal. Über Ostscholek auf der linken Seite. Die Flanke rein. Bebu ist da. Bebu! Das war besser als der erste Abschluss von Ilas Bebu. Mit dem linken Fuß Volley genommen. Das sieht sehr schön aus. Das ist gut anzuschauen, aber geht über das Tor von Martenia hinweg. Trotzdem, der HSV muss sich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Die müssen jetzt hier aufpassen, dass sie das Spiel nicht aus der Hand geben, weil 2:0, das ist ein Ergebnis, was nicht unbedingt Sicherheit gibt. Das sind nur 2 Tore und Hannover 96 hat bisher in jedem Spiel mindestens 2 gemacht. Jetzt erstmal Halbzeit. Ja, 1:0. Frühes 1:0 für den Hannover SV. Frühes 2:0 nach 16 Minuten. Bobby Woods aus der Distanz. Davor war es André Hahn. Wir gehen in die Halbzeit und der HSV führt verdient. Aus Sicht der Hannoveraner muss einiges passieren, um hier noch irgendwas mitzunehmen. Wir melden uns gleich wieder mit der zweiten Halbzeit. Durchgang 2 in Hannover, 2 Wechsel auf Seiten der 96er haben wir gerade bereits gesehen. Zum Beginn der zweiten Halbzeit Breitenreiter also gar nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Und das ist auch absolut zu Recht der Fall, denn bisher ist das ein ganz, ganz blutleerer und schwacher Auftritt von Hannover 96. Einzig Bebu mal mit 2 ansatzweise offensiv gelungenen Aktionen mit seinen beiden Abschlüssen. Aber der erste war auch katastrophal eigentlich, wenn man sieht, aus welcher Position er da zum Schuss kommt. Und der zweite war besser, aber auch halt eben nicht auf den Kasten von Christian Martenia. Jetzt sind Tim Leibold, der Neuzugang aus Nürnberg, und Linton Majina in der Partie. Der junge Linton Majina, 18 Jahre alt, spielt auf der 10er-Position jetzt für Hani Mukta und auf der linken Seite Leibold für den schwachen Ostscholek, der gar nicht auffällig war, abgesehen von dieser Flanke auf Bebu in der ersten Halbzeit. Aber jetzt wieder direkt der HSV zum Beginn der zweiten Halbzeit hier. Mit André Hahn, es gibt den ersten Eckball für die Hanseaten, die jetzt auch wechseln, sehr früh in der zweiten Halbzeit. Wallacy geht runter und Torreira kommt rein, der Uruguayer, der Neuzugang bei den Hanseaten. Schauner faustet den Ball erstmal weg, da steht Bobby Wood, der verliert den Ball gegen Schwegler. Jetzt vielleicht mal die Kontersituation für Hannover 96. Hamburg ist aufgerückt mit einigen Mann. Bebu jetzt 2 gegen 3, wenn sie das gut spielen, er könnte das eine Torchance ergeben. Keiner geht richtig drauf auf Bebu, was ist das denn hier? Das Bebu, der Pfosten steht im Weg. Nicht das 2:1, das ist die hundertprozentige Chance für Ilas Bebu, den muss er machen. Das ist unmöglich, den nicht zu machen in dieser Situation. Was ist ihm denn da durch den Kopf gegangen? Viel zu unpräzise dieser Abschluss. Er hat die freie Wahl, steht frei vor Martenia. 10 Meter zentrale Position, weil ihn niemand angreift, weil er alleine durchgehen kann, weil alle mit dem Pass auf Jonatas rechnen. Und dann kommt der Abschluss und der ist so schwach, dass er nicht mal aufs Tor, sondern nur gegen den Pfosten geht. Den muss er aufs Tor bringen in der Situation. Ilas Bebu. Eieiei, die vergebene Chance in der ersten Halbzeit, das ist die eine Sache, aber das war ganz miserabel vom Togolesen und da wird er sich ärgern über diese Situation, weil das muss einfach der Anschlusstreffer sein und das ist natürlich jetzt auch ganz, ganz bitter für Hannover 96, denn die brauchen dieses Tor, um irgendwie ranzukommen. Jetzt der Ball auf Jonatas, der in der ersten Halbzeit auch blass war, der nicht wirklich was gezeigt hat. Kandidat für eine Auswechslung, wenn man so möchte, allerdings hat Breitenreiter zweimal schon gewechselt, ist fraglich, ob er jetzt seinen Brasilianer da vorne rausnehmen wird, um nochmal jemand anderes, jemand Frisches zu bringen, mit ein bisschen mehr Elan oder ein bisschen mehr Glück vielleicht in dieser Partie, um die Abwehrketten des HSV durcheinander zu bringen. Bisher sieht das aber alles andere als gut aus, abgesehen von diesem Solo gerade von Ilas Bebu. Das muss halt einfach ein Tor sein, das muss normalerweise der Anschlusstreffer für die Roten sein, war es aber nicht, weil er eben nur den Pfosten trifft und nicht mal den Ball aufs Tor von Martin, der bringt, der wieder nicht eingreifen musste. Jetzt nächste Situation, Jonatas auf Majina. Allerdings ist der auch noch nicht richtig drin in der Partie, der Junge. Das Eigengewächs der Hannoveraner, das andere Eigengewächs in der Startelf
ist Waldemar Anton. Der gewinnt da jetzt gerade mal einen Kopfball. Jetzt Bebu auf der Außenbahn. Jonathas in der Mitte, vielleicht die Flanke. Ja, die kommt auf Jonathas, nimmt den an und dann wird er noch abgeblockt. Dann wird er tatsächlich noch abgeblockt, kommt nicht dazu, den Ball aufs Tor zu schießen, weil er mit seinem Standbein im Gegner hängen bleibt. Also bei 96 kommt jetzt auch das Pech hinzu. Das merkt man ganz eindeutig hier. Irgendwas läuft nicht bei den Hannoveranern. Aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. In der Anfangsphase halt zu schläfrig gewesen. Das quasi Eigentor, kann man fast schon so nennen, da von Josip Elles, der den Ball einfach in den Fuß von Philipp Kostic spielt, der das dann perfekt macht im Zusammenspiel und den Treffer erzielt bzw. vorbereitet von André Hahn und dann das 2:0, wo Sané einfach nicht ernst genug hingeht gegen Bobby Wood, der aus der Distanz abzieht. Aber 96 versucht jetzt hier alles. Ist nur noch in der Hälfte des HSV. Jetzt Leibold auf der Außenbahn. Hat die Gelegenheit. Kann abschließen. Leibold! Jonathas! Alles wird hier versucht. Aber der Ball von Leibold war zu zentral auf Matenia. Und Jonathas kommt dann nicht mit einem gescheiten Abschluss daher, sondern nur mit einem relativ laschen Schuss da aus knapp 12 Metern. Aber auch eine ungünstige Position für den Brasilianer. Kriegt den Ball da nicht aufs Tor. Jetzt wieder mal Jena. Schön auf Leibold raus. Der macht einen guten Eindruck hier. Aber jetzt der Fehlpass. Das läuft einfach nicht. 96 kommt nicht durch und der HSV ist immer noch die bessere Mannschaft. Denn jetzt stehen sie vielleicht hinten drin und warten ab, aber sie können es sich leisten und sie stehen halt eben solide. Sie lassen nicht wirklich was zu seit dieser Chance von Ilas Bebu. Keine dicke Gelegenheit für die 96er mehr. Einfach weil Hamburg das hinten sehr solide macht und keine wirklichen Probleme aufweist. Nochmal Ivar Fosso mit dem Ballgewinn, aber direkt wieder verloren. Das ist einfach eine ganz, ganz starke Leistung vom HSV hier und Hannover 96. Fehlen heute die Ideen, um irgendwas dagegen zu setzen. Jetzt wieder ganz, ganz schwach. Elles da mit dem Kopfball und Korb rennt am Ball vorbei. Da stimmt auch einfach die Abstimmung nicht heute in dieser Partie. Jetzt gibt es nochmal einen Eckball und Entlastung für den HSV. Nein, es gibt keinen Eckball, es gibt den Abstoß. Hatte ich anders gesehen. Elles, oh, das war wieder knapp. Fiete Haab kommt da fast nochmal an den Ball ran und 96 muss, wenn nicht jetzt, wann dann nochmal was nach vorne machen. Bebu raus auf Julian Korb, der hat mal ein bisschen Platz, der könnte flanken, der flankt auch. Da steht Jonathas, der bringt den Ball nochmal in die Mitte, da steht Fossum, aber der kommt nicht ran. Das ist zu kompliziert bei den Hannoveranern, das ist nicht simpel genug. Aber jetzt Jonathas, jetzt auf Linton Magina, Magina, da ist das Tor! 90. Minute, Anschlusstreffer, Hannover 96 ist nochmal da und Magina mit seinem ersten Bundesligator. Der feiert sich jetzt natürlich, aber das ist eigentlich nicht gut. Denn Hannover muss nach vorne gehen, Hannover muss nach vorne spielen. Das war gut gemacht von Marina, der ist da klasse gelaufen, der junge Hannoveraner. Lässt sich den Ball von Jonathas zuspielen und grätschen dann ins Tor, eingeleitet von Pirmin Schwegler. Und da hat die HSV, der einmal gepennt, Matenia ist chancenlos. Der erste Ball, der zweite Ball aufs Tor. Wir haben bereits einen von Leibold gesehen. Und jetzt muss 96 natürlich alles nach vorne werfen. Jetzt müssen sie alles geben. Eine Minute ist noch auf der Uhr. Wenn sie einmal den Ball noch bekommen können, dann wäre das eventuell nochmal die Gelegenheit hier, irgendwas zu bewegen. Aber der HSV hat natürlich jetzt die Zeit, das Ganze runterzuspielen. Hat natürlich die Zeit, das Ganze in Ruhe zu machen, entspannt zu machen. Und das tun sie. Und damit ist Schluss in Hannover. Der HSV gewinnt mit 2:1 gegen Hannover 96, die viel zu spät aufgewacht sind und gerade in der Anfangsphase die zwei Gegentore kassiert haben, die niemals so fallen dürfen aus Hannoveraner Sicht. Bobby Woods und André Hahn schießen also den HSV zum Auswärtssieg in Hannover, die damit nicht auf Tabellenplatz 1 vorrücken, sondern erstmal über Nacht auf Tabellenplatz 2 weiter stehen. Nächste Woche geht's in die englische Woche. Da hören wir uns wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. War das schlecht. Da fehlen mir wirklich die Worte. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war miserabel. Wirklich miserabel. Elles bedankt sich, aber eigentlich gibt es da nichts zu bedanken. Das war ein blutleerer und echt schlechter Auftritt. Muss man einfach so hinstellen. Leider erst zu spät getroffen. Marina hat sich gut präsentiert. Ja, schönes Tor gemacht, aber so wird es nicht reichen für Europa. Aber auch solche Rückschläge muss man entgegennehmen. Nächste Woche oder nächste Folge auch geht's weiter gegen den SC Freiburg, dann auswärts im Breisgau. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Hashtag niemals allein. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.